Ein paar Eislaufschuhe bitte. Und so hat André Mende vom Stadtmarketingverein zur Saisoneröffnung ganz schön zu tun. Auf der Eislaufbahn mit einer Größe von 20 mal 13 Metern, die es seit 2006 zur allgemeinen Beliebtheit gibt, tummeln sich bald Anfänger und Experten auf dem Eis, das bis zu einer Außentemperatur von ca. 10 Grad plus nutzbar ist. Die Eisbahn ist vom 4. Dezember 2015 bis 31. Januar 2016, jeweils montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag und feiertags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Immer mittwochs ab 16 Uhr ist Eislauftraining für Kinder bis 7 Jahre angesagt. Und abends nach dem Eislaufen bietet Frau Stohwasser als besonderes Highlight Eisstockschießen an. Ein Anruf unter der Telefonnummer 03 7292 4235 genügt und Claudia Stohwasser ist zur Stelle. Der Oederaner Weihnachtsmarkt bietet an 24 Ständen erzgebirgische Schnitzkunst, Leckereien, Kopfbedeckungen, Obst und andere Gaumenfreuden an. Jetzt, liebe Gäste, erfreuen Sie sich wieder an den Klängen des Frankensteiner Posaunenorchesters. An der Kirche auf der Bühne spielen der Posaunenchor Frankenstein Lieder zum Advent. Der Weihnachtsmann, der auf den Namen Uwe hört, hat für die Kinder, wenn sie lieb zum Weihnachtsmann sind, kleine Geschenke in seinem Sack. Im Bürgersaal ist großer Besucherandrang, denn die Klassen 1 bis 4 der Grundschule Oederan gestalten, unterstützt vom Förderverein, ein kleines Kulturprogramm aus weihnachtlichen Liedern und kleinen Szenen. In der Nacht, wenn die Kinder schlafen, erscheinen die kleinen Wichtel und werkeln für den Gabentisch. Er zieht dir ab das Fell, er zieht dir ab das Fell, er zieht dir ab das Mausefell, Mima Mausefell, er zieht dir ab das Fell. Mutter steht dann voll Entsetzen. Eigentlich jedes Jahr in dem Raum, der nach Festgestern ihre schöne Küche war. Er strahlt sich dann nach vielen Stunden, so wie sie sonst immer war. Denk ich doch auch schon wieder auf ein neues nächstes Jahr. Die Wichtel zeigen sich nach der Veranstaltung noch einmal, indem sie auf dem Weihnachtsmarkt ihre Laternen verteilen, auf das ihnen ein Licht aufgehen möge. Das Jugendblasorchester Kleinerzgebirge Oederan unter der Leitung von Carmen Fuchs musiziert dann auf der Bühne und beendet den ersten Tag des Weihnachtsmarktes mit weihnachtlichen Weisen.